Das Moderne sind die Fragestellungen, die aufgegriffen werden und die Einflüsse, die plötzlich eine Rolle spielen im Film. Wenn wir an die Genderfrage denken, die im Weimarer Kino eine große Rolle spielt, Crossdressing, die Frage, was darf eine Frau und wie weit können wir in den Geschlechterverhältnissen gehen, das ist eine ganz große Frage. Es geht um Bezüge. Was ist eigentlich das, was uns umtreibt? Die soziale Frage. Es gibt ganz viel sozialkritische Filme in der Weimarer Republik. Also das sehr Deutsche am Weimarer Kino ist, glaube ich, dieses Konzept Bauhütte, die Zusammenarbeit der verschiedenen Gewerke. Das ist etwas, was ganz interessant ist. Die Regisseure haben sehr früh mit den Drehbuchautoren und vor allem auch mit den Filmarchitekten zusammengearbeitet und diese großartigen Bauten, Welten entwickelt. Das kann mal Exotik sein, das kann mal Science-Fiction sein. Dann ist aber auch sehr prägend für den deutschen Film die Lichtsetzung. Das wird von Hollywood sofort entdeckt. Es ist ein Erzählen, das sehr stark durch die Bilder funktioniert. Das heißt, es geht weg von dem Dialoglastigen, wo man sehr viele Zwischentitel brauchte. Das würde ich sagen, ist eine der großen Leistungen des deutschen Kinos. Und deswegen hat dieses deutsche Kino auch einen so großen Einfluss gehabt und ist von anderen Filmnationen als durchaus vorbildlich gesehen worden, selbst von Hollywood. Welche Anregungen werden aufgenommen? Und Anregungen können auch solche der Wissenschaft sein. Der erste Röntgenfilm entsteht in Deutschland, all solche Dinge. Und wie reagiert die Gesellschaft auf diese Kunst? Und da ist interessant, die Tatsache, dass der Film Kunst ist, wird in der Weimarer Republik entdeckt. Das ist etwas Neues. Es ist eben nicht mehr nur die Jahrmarktsunterhaltung. Kritiker, seriöse Kritiker wie Krakauer, wie Béla Balázs, Philosophen wie Walter Benjamin entdecken den Film und entdecken im Film das Moderne ihrer Zeit.